Für viele Menschen hat die Gartensaison 2019 schon bereits begonnen, schon sehr lange haben viele Menschen ja, einfach ihre Kulturpflanzen vorgezogen, wie zum Beispiel Chilis, Paprikas, Tomaten habe ich auch schon gesehen, auch Gurken. Aber meine Zeit ist jetzt auch gekommen und was auch sehr wichtig ist bei dem Vorziehen, ist natürlich die richtige Vorzuchterde und die werde ich mir selber herstellen, um einfach ein bisschen Geld zu sparen und genau, in dem Video wirst du einfach erfahren, wie ich das so bewerkstelligen werde. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem heutigen Video, in dem ich euch einfach zeigen werde, wie ich meine eigene Anzuchterde herstellen werde. Ganz allgemein werde ich jetzt ganz kurz erklären, welche Zutaten ich nehme und dann einfach einen Cut machen, wie ich die Erde dann Stück für Stück selber herstellen werde. Einerseits werde ich ganz klassisch Kokoserde verwenden. Die ist ja die torffreie Alternative, weil für Torf natürlich sehr viele Sümpfe trockengelegt werden, um diesen wertvollen Rohstoff zu erlangen, weil der halt gut die Feuchtigkeit speichern kann, was bei der Voranzucht sehr wünschenswert natürlich auch ist, damit man nicht so oft gießen muss und die Jungpflanzen ja auch gut sich entwickeln können. Allerdings, wenn man die Sümpfe trockenlegt, nehmen wir sozusagen der Artenvielfalt, den Insekten, den Tieren ihr Zuhause weg und natürlich sind auch die Sümpfe ja auch für die Regulation in unserem Ökosystem sehr wichtig, da nämlich Kokoserde, auch wenn die halt ja, von ziemlich weit weg her auch hergeschifft wird, aber ich finde halt, das ist eine ziemlich gute Alternative, weil sie halt auch gut Wasser speichern kann, die Wurzeln durchlüftet und ja, für eine gute Wurzelbildung bei den Pflanzen sorgt. Allerdings werde ich mich nicht nur auf die Kokoserde beschränken, ich werde natürlich auch mein Substrat selber mischen. Dazu werde ich von meinem Acker unten bzw. auf dem Feld Maulwurferde nehmen, weil die halt einerseits steril ist und wenn schon die Maulwürfe die Arbeit nehmen und ja die Erde auflockern, dann denke ich mir, warum nehme ich dieses Geschenk nicht an und tue halt dabei ja, meine eigene Anzuchterde herstellen. Zudem werde ich auch Perlit verwenden, um nochmal ja, die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen. Und mischen werde ich das auch mit meiner eigenen Pflanzenkohle, die ich zum Beispiel vom regionalen Urproduzenten geschenkt bekommen habe. Die werde ich noch mit meinem eigenen Urin anreichern und mit Urgesteinsmehl vermischen, damit hier nochmal die Mineralstoffe nochmal zusätzlich dazukommen. Und abschließend werde ich dann nochmal, wenn der Bedarf besteht, nochmal mit Urgesteinsmehl alles nochmal gut vermischen. Und so wird dann meine Anzuchterde ausschauen. Und wie gesagt, werde ich euch jetzt einfach zeigen, wie ich sie selber herstellen möchte. Und da bitte ich euch einfach mitzukommen. Zuallererst habe ich die Pflanzenkohle in einen größeren Eimer gegeben und mit einer Axt die groben Stücke verkleinert. Nun habe ich Urgesteinsmehl hinzugegeben, einige Kellen voll und das mit meinem Urin vermischt. Die Pflanzenkohle saugt sich mit den Nährstoffen voll und sie gibt diese dann langsam an die kleinen Pflänzchen ab und sorgt auch für eine gute Wasserspeicherung. Der Urin ist mit effektiven Mikroorganismen und Zucker versetzt, damit das giftige Ammoniak nicht entsteht.
habe ich dann die Kokoserde, die Maulwurferde, die Pflanzenkohle und das Perlit in einem großen Kübel gegeben und alles nochmal gut miteinander vermischt. Die weißen Kügelchen, das ist das Perlit und es sorgt nochmal dafür, dass die Feuchtigkeit besser gespeichert wird. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, ich konnte dir als kleine Inspiration dienen, deine Anzuchterde selber herzustellen. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.